Herr Dr. Mössinger, seit wann sind Sie hier in Dnipro? Seit Juli 2015. Ich habe mal eine Frage, wie kann man denn überhaupt Konsul werden? Das ist ein normaler Job innerhalb des diplomatischen Dienstes. Ich war vorher in Botschaften tätig, okay, im Auswärtigen Amt. Das ist einer der Posten, die eben alle paar Jahre ausgeschrieben werden und an die man sich bewirbt, so wie man sich bewirbt für New York, Paris oder Ouagadougou. Okay, und was hat Sie bewogen, sich hierfür zu bewerben? Ich war ja vorher in Baku, in Aserbaidschan, stellvertretender Botschafter. Ich war vor 15 Jahren in Moskau in der Botschaft. Und ich habe also so eine gewisse Affinität zum post-sowjetischen Raum, mhm, und spreche halt ein bisschen Russisch. Und hatte eben von Baku aus beobachtet, wie diese Bewegung hier in der Ukraine, diese Maidan und andere, sich ausgebreitet haben, auch in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion, doch zum Teil entweder Begeisterung oder eben auch Angst und Sorge ausgelöst haben. Und ich fand es besonders spannend, dann hier im Auge des Taifuns sozusagen zu arbeiten, um es auch hautnah mitzuerleben, wie sich das Land auch verändert hier. Und ich denke, es ist auch mal spannend, das außerhalb einer Hauptstadt zu tun, so ein bisschen in der Provinz sozusagen. Mhm. Und deswegen habe ich mich beworben. Nun war ja die Maidan-Geschichte wochenlang in den deutschen Medien vertreten. Jetzt hört man ganz wenig über die Ostukraine. Hin und wieder hört man mal, dass Menschen ihr Leben verlieren durch irgendwelche Anschläge. Mich würde mal interessieren, was gibt es Positives zu berichten aus der Ukraine und speziell hier aus dieser Region? Also speziell aus der Region würde ich immer wieder darauf hinweisen wollen, dass sich die Zivilgesellschaft infolge des Maidans gerade auch hier im Osten der Ukraine besonders rasant entwickelt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass diese Aktivisten, diese meistens sehr jungen Leute mit sehr klarer Orientierung nach Europa, nach Westen, hier immer noch in der Minderheit sind. Das darf man nicht vergessen. Also sie sind jetzt nicht in einer unterdrückten Minderheitenposition, aber sie erreichen bei Wahlen eben noch keine Mehrheiten hier im Lokalbereich. Aber das führt natürlich dazu, dass sie sich umso stärker engagieren, dass sie umso aktiver auch mit uns zusammenarbeiten. Das ist sehr positiv und dass eben auch die staatlichen Stellen, insbesondere auf der Gemeindeebene, Kreisebene, die ja alle nach dem Maidan auch zum Teil neu besetzt worden sind, neu gewählt worden sind, dass die auch eigentlich diese Zusammenarbeit suchen. Das heißt, das Positive ist die Öffnung nach Westen und das Verständnis, dass Demokratie auch davon abhängt, dass die Leute sich selbst engagieren und nicht darauf warten, dass irgendjemand etwas für sie tut. Und das ist hier sehr ausgeprägt und es entwickelt sich auch dahingehend, dass mehr und mehr Leute sich davon anstecken lassen, sage ich es mal positiv. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall als positive Entwicklung sehen. Dann kann man durchaus auch sagen, wenn Sie in der Stadt, durch die Stadt gehen und so, das Wirtschaftsleben funktioniert, die Stadt funktioniert. Es gibt hier alle Services, die funktionieren, von der Straßenbahn bis zur Müllabfuhr, bis zu Schulen, Universitäten, alles läuft seinen gewohnten Gang, natürlich alles mit sehr auf Kante genäht, was die finanzielle Ausstattung angeht, aber die Menschen versuchen hier ein normales Leben zu führen, trotz der Tatsache, dass ihr Land sich an einem kleinen Teil des Landes sich im Krieg befindet. Und dann würde ich noch sagen, dass eben die Wirtschaft sich in manchen Teilen erholt und in manchen Teilen auch einfach gut weiterarbeitet. Und das gilt vor allem für die Landwirtschaft auch. Dort ist sehr viel in Bewegung, auch sehr viel Modernes, sehr viel Neues. Und vor allem dort kann man auch wirklich Geld verdienen durch Export von Nahrungsmitteln oder eben auch von Produkten, die man in der Wertschöpfungskette hier schon weiterentwickeln kann. Und das ist auch eine große Zukunft für das Land.
Jetzt haben wir ja auf der einen Seite den politischen Wunsch zu sagen, wir möchten näher an die EU rankommen. Auf der anderen Seite sagen Sie, die Bevölkerung hat das noch nicht ganz verstanden oder verinnerlicht. Hier im Osten. Sagen wir mal hier im Osten. Können diese Nichtregierungsorganisationen, die ADA zum Beispiel, dazu beitragen, ohne politisch vereinnahmt zu werden, das Verständnis auch für die Europäische Union zu vertiefen? Ja, zum einen gibt es hier das erstaunliche Phänomen, dass so gut wie niemand von der Bevölkerung, bis auf wenige Ausnahmen abgesehen, vielleicht 10%, 15% der Bevölkerung, jemals im Ausland war. Im westlichen, südöstlichen, wo immer. Die Leute, natürlich aus finanziellen Erwägungen, aber auch einfach aus gewisser Bequemlichkeit heraus und ein bisschen auch aus dem Gefühl heraus, ich bin hier zu Hause, ich bin von hier, wo soll ich woanders hin, reisen doch sehr wenig ins Ausland. Und deswegen haben sie keine Erfahrung, wie das woanders aussieht. Deswegen ist es immer sehr gut, man kann ja nicht alle Leute nach Deutschland einladen, aber man kann zumindest ihnen immer wieder erklären, wie ist es bei uns, was machen wir in solchen Situationen, wie sind bei uns die Regeln, dass bei uns eben die Menschen sich auch engagieren, mitmachen müssen, um etwas zu verändern, um etwas zu bewegen. Und das kann man natürlich auch als Organisation, die hier mit den Menschen zusammenarbeitet, immer wieder herüberbringen. Natürlich die Leute, die in tiefer Not leben, denen muss man erstmal helfen, da kann man jetzt keine Aktivistenschulung machen. Aber ich finde es zum Beispiel sehr wichtig, auch immer wieder zu betonen, dass in einem demokratischen, freiheitlichen Staat die Demokratie quasi etwas ist, was die Menschen sich jeden Tag selbst neu erarbeiten müssen, durch Engagement, durch Mitarbeit. Und nicht immer nur zu warten, bis der Staat die Probleme löst. Zumal dieser Staat eben sehr schwach auf der Brust ist, was die finanziellen Mittel angeht, aber auch was die Fähigkeiten der Bediensteten dieses Staates angeht, die aktuellen Probleme mit modernen demokratischen Methoden zu lösen. Das heißt, die Bevölkerung, die ist noch geprägt wahrscheinlich vom Postkommunismus, kann man sagen. Ja. Könnten Sie die Ukrainer mit kurzen Sätzen charakterisieren? Was für Menschen sind das? Ja, das ist wenn sie nicht reisen, wenn sie... Das ist der Deutsche, ist genauso eine schwierige Frage. Vielleicht am besten dadurch, dass man es etwas kontrastiert. Die Menschen im Osten der Ukraine sind, glaube ich, besonders gastfreundlich. Sie reisen wenig, umso mehr freuen sie sich, wenn Leute auf Besuch kommen. Und man ist da immer sehr, sehr freundlich zu den Gästen. Natürlich erstmal reserviert, aber doch grundsätzlich freundlich. Und besonders jetzt, in der jetzigen Situation, findet man immer wieder Dankbarkeit dafür, dass man überhaupt sich kümmert, dass man überhaupt da ist. Dann sind die Menschen hier im Osten der Ukraine zwar erwarten sie vom Staat alle möglichen Lösungen, aber sie trauen ihm nicht. Das heißt, sie sind misstrauisch gegen jede staatliche Aktion, manchmal auch gegen gute. Sie misstrauen jeden Politiker, sie misstrauen jeden Beamten, weil sie natürlich durch Korruption und so weiter geprägt sind. Das macht es schwierig, dann auch das Vertrauen zu gewinnen. Oft müssen wir Ausländer quasi die Brücke spielen zwischen Bevölkerung und Verwaltung, damit die sich wieder gegenseitig trauen. Und dann, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Mehrzahl der Menschen hier doch sehr, sehr strebsam sind, arbeitsam sind. Also wir haben hier schon ein paar Umbaumaßnahmen gehabt. Ich muss sagen, eine deutsche Firma hätte das zwar mit weniger Leuten und dafür mehr Technologie, aber auch nicht besser machen können. Es wurde alles immer sauber hinterlassen. Es wurde wirklich von morgens bis abends ununterbrochen gearbeitet. Gut gearbeitet. Die Leute haben Ehrgeiz, ihre Arbeit gut zu machen. Das muss man auch immer wieder berücksichtigen, wenn man gerade in den Bergbaustätten ist. Ich denke, das war in Deutschland im Hochzeitalter des Bergbaus auch nicht viel anders. Kumpel,
sind stolz auf ihren Job. Mhm. Und natürlich, wenn die abends nach Hause kommen, haben sie schwer gearbeitet, wissen sie aber auch, was sie geleistet haben. Und diesen Stolz muss man eben berücksichtigen. Und da es halt in diesem Land so ist, dass der Bergbau hauptsächlich im Osten ist und viele andere Tätigkeiten im anderen Teil des Landes gemacht werden, fehlt da manchmal das gegenseitige Verständnis. Mhm. Und das hängt halt auch ein bisschen damit, dann die Ursache, ist dann auch ein bisschen die Ursache dafür, dass das Land oft sich auseinanderentwickelt, mentalitätsmäßig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Arbeit, die Ukrainer definieren sich auch gerne über Arbeit. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie sind misstrauisch der Politik gegenüber, ist da die eigene Regierung mit gemeint oder könnte da auch ein Misstrauen gegenüber den NGOs entstehen, die eben auch von ausländischen internationalen Organisationen quasi unterstützt werden? Gibt es da eine Offenheit gegenüber diesen NGOs oder gibt es da auch dieses Misstrauen? Nein, ganz im Gegenteil. Weil man eben der eigenen Führung nicht traut, mhm. ist man froh, wenn andere kommen und mit denen man zusammenarbeitet. Also uns unterstellt man ja hoffentlich zu Recht, dass wir korruptionsfrei arbeiten. Mhm. Deswegen kann man mit uns auch unbefangen zusammenarbeiten. Man muss nicht befürchten, dass wir irgendwelche Hintergedanken haben, mhm. persönlicher Art oder sonst wie. Und das merkt man sofort, es ist sofort die Offenheit da. Und ich unterschreibe täglich fast Verträge mit irgendwelchen Partnerorganisationen über Zuwendungen, Projekte, sonst was. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass da irgendwelche Zahlungen unter dem Tisch oder neben dem Tisch verlangt worden seien, um irgendein Projekt umzusetzen. Die wären auch völlig überrascht, wenn plötzlich wir da anfangen würden, so krumme Wege zu gehen. Sie erwarten von uns zu Recht, dass wir uns an die Regeln halten, und zwar an unsere eigenen. Wenn die noch mit den ukrainischen Regeln auch noch vereinbar sind, umso besser. Aber die sind den ausländischen Partnern gegenüber sehr, sehr offen, weil sie glauben, mit denen können sie auf ganz normaler, ehrlicher, persönlicher Weise zusammenarbeiten. Im Geschäftsleben ist das dann manchmal eben schwierig. Für manche Firmen, deutsche Firmen, die eben auch diesen Compliance-Regeln unterworfen sind, dass die natürlich oft schon unter Druck geraten, mit bestimmten Zahlungen bestimmte Vergünstigungen zu bekommen oder manchmal auch nur ganz normal ihr Recht zu bekommen gegen Zahlungen. Und die meisten deutschen Firmen, mit denen ich geredet habe, sagten mir aber, wenn man eben von Anfang an klar macht, dass das überhaupt nicht geht und dass man da auch gar nicht erst versuchen sollte, dann geht es in der Regel auch ganz normal ohne. Aber das ist natürlich immer wieder Versuchung. Wo Geld ist, ist die Versuchung groß. Die Menschen haben hier in der Regel ein sehr, sehr niedriges Einkommen, 200-300 Euro im Schnitt pro Monat. Das ist natürlich dann eine Versuchung, ist völlig klar. Das wäre bei uns auch nicht viel anders, wenn man dann über Tausende von Euro zum Beispiel in Projekten verfügt, dass der ein oder andere eben dann doch Hoffnung hat, dass da was für ihn abfällt. Aber mit uns, glaube ich, erwarten sie einfach, dass es fair und sauber zugeht und sind deswegen auch bereit, mit uns fair und sauber zu spielen. Also ADRA ist ja auch politisch völlig neutral. Das heißt, wir arbeiten eben auf beiden Seiten, auch auf der anderen Seite, im besetzten Bereich der Ukraine. Ist das für die Bevölkerung ein Problem oder ist es vielleicht sogar auch ein Wunsch, zum Frieden beizutragen? Ich glaube, da kommen wir jetzt in den Bereich, wo es Unterschiede gibt. Also wenn Sie hier in Dnipro oder in den anderen Großstädten des Ostens erzählen, dass Sie eben auch in den besetzten Gebieten arbeiten, dass Ihre Mitarbeiter, Ihre Kollegen dort tätig sind, dann wird das hier eher positiv vermerkt, weil viele der Leute, die hier leben, haben dort Verwandte, Freunde, haben dort studiert, sind dort vielleicht sogar aufgewachsen, haben noch Häuser, Besitz und sonst was. Und die wollen, dass diese Leute dort weiter als Ukrainer behandelt werden, als Landsleute. Und sie wünschten sich eigentlich, dass auch die Regierung sich so verhält, dass die Leute dort sich mehr wieder als Ukrainer fühlen können. Wenn sie im Westen der Ukraine sagen, sie arbeiten auch in Luhansk und Donetsk in der Stadt, dann kann es ihnen wahrscheinlich schon eher passieren, dass irgendwelche Nationalisten, falsche Patrioten, wie man sie nennen mag,
ihnen sofort unterstellen, dass sie eigentlich quasi Handlanger dieses Regimes dort sind. Das mag durchaus sein, aber diese Auffassung ist hier sehr, sehr selten zu finden. Mhm. Hier ist in der Regel mehr die Meinung, wir sollten uns viel mehr, wir sollten unseren Landsleuten auf der anderen Seite viel mehr entgegenkommen. Das ist politisch natürlich wieder schwierig. Man hat es gesehen, diese Handelsblockade, die hier angefangen worden ist, ist von Aktivisten begonnen worden, die aus dem Westen gekommen sind. Die haben sich auf die Eisenbahnschienen gesetzt und den Verkehr lahmgelegt. Die haben von der örtlichen Bevölkerung nicht mal Wasser gereicht bekommen. Mhm. Die örtliche Bevölkerung wollte mit denen nichts zu tun haben und ist bis heute so. Nur dann anschließend hat die Regierung aus bestimmten Gründen das quasi legalisieren müssen, um das Gesicht zu wahren. Und jetzt macht man da halt jetzt zwangsläufig mit, weil es Gesetz ist. Aber das Verständnis dafür, den Handel mit den besetzten Gebieten zu blockieren, das Verständnis ist bei der hiesigen Bevölkerung im Osten sehr gering. Was sind denn noch so ganz besondere Herausforderungen, die vielleicht mit Hilfe der Nichtregierungsorganisation gelöst werden können, im Grenzgebiet, in diesem Grauzonenbereich? Sie müssen sich vorstellen, jetzt nehmen Sie irgendein Gebiet in Deutschland, das Sie persönlich gut kennen, und malen Sie da einfach mal willkürlich eine Grenze. Egal wie, zufällig entstanden dadurch, wie die Truppen standen, als man sich in Minsk vereinbart hatte. Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie sind die Straßenverbindungen dann noch übrig geblieben? Was ist dann noch an Straßenverkehr da? Wie sind die Stromleitungen dorthin? Wie sind Wasserleitungen dorthin? Wie sind Gasleitungen dorthin? Und dann werden Sie feststellen, da wird plötzlich manche Stadt zu einer Insel. Oder zumindest zu einer Halbinsel, wo nur noch eine Linie übrig bleibt, weil alles andere durch den Krieg quasi gesperrt ist. Und so gibt es hier auch sehr viele Städte auf der ukrainisch kontrollierten Seite, die quasi von ihren natürlichen Verbindungswegen abgeschnitten worden sind. Mariupol ist das beste Beispiel. Die Hafenstadt im Süden, die Hauptstraße ging nach Donetsk. Die hört jetzt nach ein paar Dutzend Kilometern auf, weil die Straße ist zu. Um jetzt von dem ukrainisch kontrollierten Teil in die ukrainisch kontrollierte Stadt Mariupol zu gelangen, müssen Sie jetzt Nebenstraßen fahren, die vorher eben nicht die wichtigen Straßen waren. So sehen die auch aus. Ja. Stanitsa Luhanska am anderen Ende sozusagen des Bogens, des Konfliktbogens, ist genau dasselbe. Das war die Vorstadt von Luhansk. Alles war auf Luhansk gerichtet, einschließlich der Krankenversorgung, der Schulen, alles. Und da ist jetzt eine Brücke, die es nicht mehr gibt, die nur noch ein Fußgängerüberweg ist, ganz gefährlicher Fußgängerüberweg ist. Und jetzt ist diese Stadt eine Insel. Auf der anderen Seite ist die nächstgrößere Stadt 80 Kilometer entfernt auf einer unsäglich schlechten Straße. Ja, und so gibt es einige dieser Ecken. Und ich denke, gerade diese Enklaven, wenn man so will, die muss man besonders jetzt pflegen und versorgen, weil nicht nur jetzt mit den üblichen Nahrungsmitteln, sondern auch die ganzen Versorgungswege sind schwierig. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich dort auch kaum noch Kulturleben ist. Weil man fährt da schon noch hin. Ja, wenn man 4 Stunden nach Mariupol fahren muss, dann auf einer schlechten Straße, hat man keine große Lust. Außerdem ist es relativ nah an der Konfliktzone. Also da denke ich, dass internationale Organisationen, die sowieso vor Ort mit ihren Netzwerken, mit ihren Partnern vertreten und aktiv sind, in diesen Städten und diesen Dörfern sind sie zum Teil auch, helfen können durch Versorgung, aber auch gelegentlich durch, wie soll ich sagen, Ablenkung, was sie auch machen mit diesem psychosozialen Programm in den Schulen. Es finde ich ganz wichtig, dass die Menschen auch mal irgendwann mal wieder irgendwo hinsitzen können und alles andere vergessen können und sich nur freuen können. Haben Sie eine Vorstellung oder ich würde schon fast sagen eine Vision, wohin die Reise geht hier in der Ukraine? Ich habe einen Wunsch, wohin sie gehen sollte, dass natürlich dieser Konflikt möglichst bald auf diplomatischen Wege mit natürlich Kompromissen und Übergangslösungen beendet werden kann,
sodass die Menschen wieder ein normales Leben führen können, dass die Teile des Landes auch wieder zusammenwachsen können und sich dann eben entwickeln Richtung einer demokratischen Zivilgesellschaft. Ob das dann in Richtung Zugehörigkeit zu europäischen Strukturen ist oder irgendwas sozusagen dazwischen, wird man dann sehen, weil das würde das jetzt heute festzulegen, würde eben das Land wieder zerreißen und dieses Zusammenkommen noch schwieriger machen. Aber ich denke, dass selbst diese Leute, die hier zum Beispiel den Maidan noch immer nicht gut finden, noch immer meinen, das war ein Putsch, das hätte nicht sein müssen, nicht sein dürfen, dass die aber trotzdem inzwischen zwei Dinge mit den Maidan-Aktivisten teilen. Nämlich erstens, so etwas wie in Donetsk und Luhansk will man nicht haben. Mhm. Und zweitens, ja, der Weg unseres Landes geht in Richtung einer offeneren, weniger autoritären Gesellschaft. Ob das nun Richtung Europa, EU geht oder irgendwie eine neutrale Position hat oder sich wieder etwas näher an Russland bewegt, ohne gleich irgendwelche Bündnisse mit Russland eingehen zu sollen, das muss man, glaube ich, im Moment offen lassen. Das müssen die Leute selber entscheiden. Aber also diese sozusagen Abspaltungstendenzen von der Ukraine, die sind, glaube ich, überwunden. Die Leute wollen keinen Separatismus, die Leute fühlen sich inzwischen stärker als Ukrainer als noch vor dem Konflikt. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein großer Trugschluss von Herrn Putin gewesen, der wohl geglaubt hat, wenn man ein bisschen an dem Gebälk Ukraine, an dem morschen Gebälk Ukraine rüttelt, dann fällt das Ganze zusammen und hat feststellen müssen, dass das Gegenteil der Fall war. Alle kamen zusammen, um das Gebälk zu stützen. Und jetzt weiß er nicht mehr so richtig, wie er aus diesem Dilemma, glaube ich, herauskommt, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und wenn wir ihm da helfen könnten, da rauszukommen, ohne sein Gesicht zu verlieren, wäre vieles gewonnen. Aber das müssen jetzt andere machen. Das, wie das in Minsk und so zugeht, kann man ja nur erahnen. Im Moment sieht es nicht so aus, als hätte man eine schnelle Lösung in Sicht. Eine Frage noch zum Schluss. Wir haben ja, glaube ich, gerade die 25-jährige Freundschaft mit der Ukraine gefeiert. Welchen Stellenwert hat denn die Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland? Ja, da kann man auch lange, lange drüber erzählen. Mir hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber mir hat mal jemand gesagt, dass die Kriegsheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben also von der Ostfront zurückgekehrt sind und auch zum Teil auch aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind. Die meisten haben ja die Kämpfe in der Ukraine mitgemacht. Also hier fand ja der Großteil der großen Schlachten statt, wenn man mal von Stalingrad absieht. Und viele haben die Ukraine eben als besonders ärmlich in Erinnerung von dieser Zeit. Und das haben sie irgendwie weitergetragen zur nächsten Generation. Das heißt, die Leute in Deutschland, die von ihren Vätern, Großvätern aus dem Krieg erzählt bekommen haben, haben immer irgendwie mitbekommen, die Ukraine ist besonders arm, kulturell rückständig, irgendwie hauptsächlich Bauern. Mhm. Und manchmal hat man das Gefühl, dass dieses Vorurteil noch bei manchen da ist, dass sie eben sagen, das große Russland und das arme kleine Ukraine. Und dass eben vergessen wird, dass die Ukraine zwar eine relativ junge Geschichte hat als staatliches Gebilde, aber sowohl die Sprache, aber auch die Kultur und die Ukrainer sind natürlich schon immer seit Jahrhunderten da gewesen. Das ist ja nichts, was jetzt plötzlich auf dem Maidan erfunden worden ist. Natürlich ist die Grenze, die jetzt die Ukraine bildet, eine Agglomeration verschiedener historischer Territorien. Aber das, was der Kern der Ukraine angeht, hat schon eine lange Geschichte und Tradition, die auch anders ist als die russische. Und ich glaube, das fällt uns manchmal schwer zu akzeptieren, dass die Ukraine eine eigenständige, eine Nation im eigenen Recht mit eigener Tradition und Sprache ist, weil eben auch viele in der Ukraine selbst, die nicht zu diesem Kern gehören, damit manchmal noch Schwierigkeiten haben. Wenn man hier sieht,
dass die meisten eben flüssig Russisch sprechen und bei Ukrainisch manchmal Probleme haben, weil sie ja russischsprachig aufgewachsen sind. Das wird aber die nächste Generation schon nicht mehr sein, denn diejenigen, die jetzt in die Schule gehen, werden alle Ukrainisch als Muttersprache können. Durchaus Russisch auch noch als zweite Muttersprache. Und ich versuche auch immer wieder, die Ukrainer davon zu überzeugen, dass es ein Vorteil ist, dass sie zweisprachig aufwachsen. Natürlich ist es schwierig, mit der Sprache aufzuwachsen, die die Sprache des Feindes ist im Auge vieler Leute. Mhm. Aber alleine die Tatsache, dass ein Kind zweisprachig aufwächst, ist schon mal, glaube ich, eine Errungenschaft für sich. Unsere Kinder sind auch zweisprachig aufgewachsen und man sieht einfach, das öffnet Horizonte, das erleichtert später vieles andere auch, nicht nur Sprachenlernen, auch anderes Lernen. Und das jetzt auch sozusagen aus kurzfristig politischen Gründen aufs Spiel zu setzen, fände ich nicht gut. Das heißt, man sollte die russische Sprache hier durchaus auch weiter pflegen. Erlauben tut man sie eh, also all diese Propagandamärchen aus Moskau, dass hier die russische Sprache unterdrückt werde, ist ziemlicher Unsinn. Natürlich ist die offizielle Sprache ukrainisch, ist klar. Aber wer hier Russisch spricht, hat als Muttersprache, als erste Sprache, hat keine Nachteile zu befürchten, solange er eben ausreichend gut ukrainisch spricht, um im normalen öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Vielen Dank, Herr Dr. Mössinger, für das Gespräch. Bitte schön. Und ich hoffe, dass Sie noch wirklich nur Ihre Träume ein bisschen hier erleben können, dass Sie noch Wirklichkeit werden. Ja, ich würde ja gerne mal nach Luhansk und Donetsk fahren, unter normalen Umständen, um auch mit den Leuten dort zu sprechen, was wir denn tun können, um ihnen zu helfen. Und das ohne Beeinflussung und ohne Druck von irgendwelchen örtlichen Behörden. Das wäre schon mal der erste große Schritt, um wieder zu einem normalen Leben hier im Osten der Ukraine zu kommen. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ihnen auch. Alles Gute für die ATRA.